Texte, Texte, Texte! Aufgespannt zwischen Sehnsucht und Verachtung, zwischen Agnostizismus und Melancholie, zwischen Misanthropie und Kulturpessimismus. Doch es gibt auch Hoffnung zwischen den Zeilen. Sie ist aber nicht für jedermann. In den Spiegeln markiert den Beginn meines Lebensweges als Autor. Das Buch ist undiszipliniert, zügellos und abschweifend. Es ist all das, wovor sich manche Verlage und Lektoren fürchten. Doch es atmet auch die Freiheit des geschriebenen Worts. Es ist eine Orgie aus Pop-Art-Referenzen und eine Meditation über die menschliche Verfassung. Auf jeden Fall kein Buch, das jedem gleich gut verdaulich erscheint, doch in seiner Art und Weise ist es recht einzigartig und schwer mit anderen Büchern vergleichbar. Ein wenig Fantasy und ein wenig das, was man in Amerika als Transgressional Literature bezeichnet. Woanders wird das vielleicht magischer Realismus genannt. Es ist eine Abenteuerreise aus dem Inneren eines Menschen tief in das Äußere dieser Welt. Und wem das etwas zu verschwurbelt erscheint, nun, okay, es geht um Sex, Gewalt und Tod. Ist das besser so? Apropos Tod, wenn ich erstmal das Zeitliche gesegnet habe, will ich nicht, dass irgendwelche muskulösen Männer Kisten mit Büchern aus meiner Wohnung tragen, um diese dann zum Wertstoffhof zu fahren. Somit, alles muss raus. Und wie könnt ihr an dieses Buch herankommen? Nun, ihr könnt es überall dort bestellen, wo andere Leute auch Bücher bestellen, glaube ich zumindest. Ich habe schon lange nicht mehr nachgesehen. Aber vielmehr hätte ich was davon, wenn ihr es direkt bei mir bestellt, in meinem obskuren und vom Rest der Welt gänzlich ungesehenen E-Shop. Und damit könnt ihr sichtlich Zeichen setzen und mich als Künstler ein wenig fördern. Plötzlich seid ihr mehr Mäzenen als einfach nur Kunden. Somit haut rein. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail und ich schenke euch das Buch. Es geht eben nicht darum, etwas zu kaufen. Es geht darum, mich ein wenig zu fördern. Und wenn ich im Gegenzug euch ein Buch dafür in die Hand drücken kann, umso besser. Und nun weiter mit dem Programm. Hallo und willkommen zu der nächsten Episode bezüglich meiner Betrachtungen zu Corto Maltese. Sichtlich eine meiner Lieblings-Comic-Figuren, die mich wohl nicht mehr so schnell verlassen wird in diesem Leben. Wir sind ja zuletzt, und das ist ja schon eine Weile her, fertig geworden mit dem dritten Band und immer ein Stück weiter. Und jetzt ist es an der Zeit, sich mal die zwei darauffolgenden Bände anzuschauen, die jeweils den Namen haben, die Kelten und die Äthiopier. Und damit legen wir jetzt mal los. Die Kelten sind in erster Linie eine Sammlung aus 6 Kurzgeschichten. Wir befinden uns jetzt gerade mitten in dieser Phase, wo Hugo Pratt eher Abstand davon nahm, langformatige Stories zu zeichnen. Und Corto Maltese ist für einige Jahre dazu verdammt gewesen, nur in kurzen Stories verewigt zu werden. Später würde Hugo Pratt zurückkehren zu dem langen Erzählformat. Aber hier in dieser Zeit, am Anfang der 70er, zeichnete er diese Geschichten vor allem für das französische Piff-Magazin. Und da waren das halt eben Geschichten. Aber so wie die zwei vorhergehenden Bände sich ausschließlich im Küstenbereich von Südamerika ereignet haben, sind die Kelten Corto Malteses Zeit in Europa, und zwar in der chronologisch darauffolgenden Zeit, in der unmittelbar darauffolgenden Zeit und somit inmitten des Ersten Weltkriegs. Und ich muss ja auch gestehen, dass für mich das erstmal nicht ganz so reizvoll war, damals vor Jahren sich auf diesen Abschnitt der Corto Maltese Geschichte einzulassen, aus einem ganz klaren Grund, weil es Europa war und somit rechnete ich nicht mit so viel Exotika und mit all den Wesenszügen, für die
Corto Maltese eigentlich so berühmt ist. Aber das ist alles nur eine Projektion. Aber ich wollte nur sagen, dass am Anfang meine Erwartungen da eher gedämpft waren. Aber es stellt sich heraus, dass hier einige wirklich großartige Storys sind. Manche gefallen mir besser, manche mir etwas weniger. Wir werden ja jetzt hier in diesem Einstiegsvideo erstmal nur eine der 5 Geschichten behandeln. Aber erstmal vielleicht ein kleiner Blick auf diese Integralausgabe von Schreiber und Leser. Das kommt natürlich wieder mit einem Essay daher. Diesmal von Jean Marcal, der Fachmann für die keltische Kultur ist und somit sich mit Interesse mit Hugo Pratts Auseinandersetzung mit Europa und den Kelten beschäftigte. Aber das ist eigentlich nur eine kleine Facette dieser Sammlung hier. Denn eigentlich geht es in erster Linie um den Ersten Weltkrieg. So, die erste Geschichte heißt Der Engel am Ostfenster. Und die hat ja eigentlich so einen richtig smarten Anschluss auf den letzten Band und immer ein Stück weiter. Denn wir befinden uns in Venedig und diese Mönche, die offensichtlich in einem Kloster leben, führen eine fachsimpelnde Unterhaltung über Südamerika und über die Jivaro-Indios, die wir ja kennengelernt haben in der letzten Geschichte von und immer ein Stück weiter. Sie sprechen auch über einen Goldschatz und über die Conquistadores, über die Inkas und so weiter. Sie haben eine Karte hier, die angeblich zum Eldorado führen soll. Übrigens, der Engel am Ostfenster, das ist ganz eindeutig eine Referenz zu Gustav Meyring, der Engel vom westlichen Fenster. Und das ist ja klar, dass hier Hugo Pratt augenzwinkernd sozusagen eine Anspielung darauf macht. Das ist ein großartiger Prolog hier eigentlich, aber gleichzeitig ist das hier mein Lieblingsauftritt von Corto Maltese in einer Geschichte. Denn diese beiden Mönche führen hier diese Fachsimpelei hier, bis sie dann von Lärm unterbrochen werden und dann, wir befinden uns ja mitten im Krieg und da fliegt gerade ein Flugzeug über Venedig drüber. Ein österreichisches Flugzeug und plötzlich sehen wir Corto, wie er sagt, ein Österreicher. Und das finde ich total cool gemacht, weil einem beim Lesen bewusst wird, dass während dieser Unterhaltung stattfindet, Corto Maltese die ganze Zeit mit im Raum war. Er stand da mit seiner Zigarette gegen irgendeine Säule gelehnt und hat einfach kein Wort gesagt, also ganz stillschweigend. Also ich finde das großartig gemacht und ein super Einstieg in diese Geschichte und in diesen Band. Und ich denke mal, damals, als Hugo Pratt diese Geschichte gezeichnet hatte, muss das in vielerlei Hinsicht eine richtige Ehrensache für ihn gewesen sein, das Ganze mal richtig gut zu machen, denn er war ja ein in gewisser Weise ein Wahl-Venezianer. Er fühlte sich von allen Städten, glaube ich, Venedig am meisten zugehörig. Auch wenn er nicht in Venedig auf die Welt gekommen ist. Aber Venedig hat immer eine große Rolle in seinem Leben gespielt und hat viele, viele Jahre dort gewohnt. Und endlich eine Geschichte zu zeichnen, die sich in Venedig abspielt, bedeutete für ihn natürlich, dass die Geschichte von so einer Art sein musste und so gezeichnet werden musste, dass auch die Leute aus Venedig da quasi nicht den Mundwinkel verziehen würden oder ihn auslachen würden. Und in dieser Hinsicht muss ich sagen, dass das ja erstmal bis zu dem Zeitpunkt eine seiner am besten gezeichneten Geschichten ist. Ja, und es ist ja eine Geschichte, die uns ein bisschen mit dem Ersten Weltkrieg konfrontiert und den relativ komplexen politischen Zusammenhängen, die da in Norditalien mit dem Ersten Weltkrieg vorhanden sind. Falls das jetzt ein ganzer Satz war.
Es ist ja mehr eine rätselhafte Geschichte, die sich um ein Geheimnis dreht, dem sich Corto Maltese auf die Spur begibt, um es zu lösen. Und in der Tat ist die Atmosphäre dieses vom Krieg betroffenen Venedig sehr großartig festgehalten. Corto besucht hier diesen Dr. Melchisedek, der offensichtlich mit Steiner befreundet ist. Das erwähnt Corto hier. Aber Steiner ist ja augenscheinlich in Südamerika geblieben. Die Stadt wird von den Österreichern bombardiert. Das ist eine großartige Zeichnung, fast wie so ein Plakat mit den Suchscheinwerfern. Der nächtliche Himmel über der Stadt. Gleichzeitig begegnen wir hier allen möglichen interessanten Leuten, wie dieser Sorrentino, mit dem sich Corto Maltese recht schnell anfreundet. Das ist ein Offizier. Aber in dieser Geschichte geht es eigentlich um ein Rätsel, das sich um dieses Haus hier dreht. Und Corto Maltese möchte dem auf die Spur kommen, zumal auch unklar ist, ob das eher ein Fall von Kriegsspionage ist oder ob da irgendetwas deutlich Metaphysischeres dahinter steckt. Und dieser Band hier mit diesen fünf europäischen Geschichten, der ist da auf diesem Gebiet ja sehr durchwachsen. Das heißt, also es gibt ja bei Corto Maltese immer Geschichten, die sehr historisch angehaucht sind und durchaus eine Art von geopolitischen Realismus haben. Und dann gibt es welche, die extrem metaphysisch sind und sehr, sehr viel Esoterik besitzen. Und hier ist das wie so ein Ping-Pong. Je nachdem, wie Hugo Pratzo drauf war. Hier haben wir eine Begegnung mit Venexiana Stevenson, eine Art von Geheimagentin, aber eher eine, deren Loyalitäten sich ständig ändern und die meistens eher für Geld ihre Arbeit verrichtet. Großartig, hat sich mal Hugo Pratt auch mal so in Richtung perspektivische Zeichnung richtig vertieft. Und auch in Venedig keine Corto Maltese-Geschichte ohne Tauben. Ein typischer Dialog hier. Willst du noch heute Abend abreisen? Fragt Sorrentino. Ja, Sorrentino, diese Stadt ist zu schön. Ich würde ihrem Zauber verfallen und träge werden. Venedig wäre mein Ende. Ja, aber es ist so, dass Corto Maltese würde mindestens noch dreimal nach Europa zurückkehren in seinen Geschichten. Und es wird ja in der Zukunft ja einen ganzen Band geben, der sich nur mit Venedig beschäftigt. Der aber in einer sehr andersartigen Atmosphäre abgehalten ist. Ja, und das war's erstmal. Und wir sehen uns wieder, wenn ich mir mal die nächste Folge anschaue hier unter der goldenen Flagge. Macht's gut, bis dann.